dann machen wir mal weiter. Rehe haben wir aufgehoben. Und weiter geht's. Ja, ich hoffe mal, ich treffe jetzt wieder was, weil, ja. Wo hast du überhaupt deinen Reh getroffen, mein lieber Michi? Du hast, also du hast Körper, Schulterblatt und beide Lungen und ich hab sie mit Körper, Schulterblatt und eine Lunge. Okay. Aber ja. Hauptsache es liegt. Ja, es tut mir ja leid, dass ich so schießwütig manchmal bin. Ja, meine Güte. Besser aber ist das. Das lernt man oben bei der Steinböcke flüchtig zu schießen. Ja, das schaffe ich nicht. Das wäre. Oh, Rothirschweibchen. Das wäre doch auch mal was, dass man ich weiß jetzt nicht, wie es wirklich heißt. Wenn der Hunter, oder also Expensive World, so ein Parcours aufbauen würde irgendwie. Das sollte doch machbar sein. Weißt du, sowas wie Turnturben schießen, bloß. Tiere, irgendwelche Tierfiguren an irgendeinem Papp, an irgendeinem Seil, was hin und her, und du musst drauf flüchtig schießen oder so. Ja. Na gut, schieß erst mit deiner Dame. Ja, oh, jetzt ich muss halt ich mal mit drauf. Hoppla. Und das nächste läuft, schießt du in den Laufen. Ah, das nächste muss ich dann wieder flüchten. Ja, ja, das ist die falsche Waffe. Die hat jetzt erst 25 Abschüsse, die Carbon 243 hat noch nicht mal 25 Abschüsse. Was hättest du davon, Michi, wenn ich dich mal bei mir einlade auf deinem Böcker? Ja, das könnte man machen, machen wir ja, dann aber meine ohne Peinlichkeiten, nicht während einer Aufnahme. Würdest du den Zuschauern das mal nicht zeigen, wie eigentlich schlecht, richtig wie schlecht ich wirklich schieße, lasse ich lieber mal außen vor. Hier bemühe ich mich. Nein, ja, haha, nein. Das hätte ich jetzt gar nicht sagen, aber Verzeihung. Dass ich dass wir mal den Zuschauern zeigen können, wie wirklich grausam die scheiß Steinböcke zu schießen sind. Naja gut, wenn man sie leise schießt oder mit der Armbrust oder so, dann ist es ja machbar. Oder mit Pfeil und Bogen, wie auch immer. Auf 2 Meter, ne? Naja, es ist halt schwieriger, klar. Einfach ist es, Gewehr ziehen, anvisieren, feuern, fertig. Dankeschön. Aber ja. Ja, mit ein paar gewissen Tricks kann man auch Steinböcker halt auf 2 Meter mit dem Bogen schießen. Ja, gut, klar. Schnell, lautlos und tödlich. Ja, gut. Aber auf 2 Meter komme ich nicht ran. Was ist das da vorne? Oh, dann klar. Okay. Augentäuschung schon wieder, ey, das sowas hasse ich. So, dann lass mich mal jetzt gucken, was wir hier. Warte mal, hier war doch gerade. Ach ja. Fuchs ziehend. Okay. Ich arme Socke muss die Tage noch Maultierhörste jagen. Ja. Weil ich die mal langsam vollkriege. Ja, das werde ich auf der neuen Körbe machen. Deswegen freue ich mich ja auch so. Also, das heißt, ich will nicht nur die größten rausschießen, sondern alles, was kommt. Ja, gut, das ist klar. Ich meine nur, es ist. Wahrscheinlich am Anfang leichter auf der neuen Karte. Fuchs ziehend. Immer noch. Aber was ich mitgekriegt habe, es hat sich noch keiner wirklich getraut, mich von meinem Platz 1 runterzuwerfen. Ja gut, du hast jetzt den großen Maultierhirsch geschossen und aber ich tüftle dran an den großen Steinbock. Ja gut, klar. Der große Steinbock, den hatte ich auch. Oh, da ist ein Fuchs. Willst du das Reh? Ich sehe ja noch gar nichts.
Achso, ich hätte hier ein... Naja, ist glaube ich ein Ding, ein Kreuzfuchs. Ich bin noch 25 Meter hinter dir. Okay, das Reh hat jetzt gerade schon mal nochmal gecallt gehabt. Wenn ich sehen würde, tun. Gott, würde tun. Aber ich sehe das Reh leider noch nicht. So. Das ist die überhaupt nicht hier. Jetzt bin ich voll komplett. Ach, da den sehe ich, ja. Aber okay, Moment. Ich muss noch ein Stück rüber. Hättest du Schussfeld irgendwie? Nee, auf den Fuchs? Nee, auf das Reh? Nee. Das Reh sehe ich nicht, keine Ahnung. Ach so. Das wird irgendwo bei den Städter sein. Aber ja, dann werde ich jetzt mal versuchen, den Fuchs zu schießen. Ja, wenn du es verkackst, dann schießt der Jäger nach. Verdammt, das hast du mit Absicht gemacht. Ja, der hat nur den Kopf rausgestreckt. Ich hatte also keine andere Möglichkeit, dem Fuchs jetzt gerade guten Tag zu sagen. Du wolltest nur nicht, ne, dass ich nachschießen tue. Genau. Ja, ja. Oh, das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Ich hab's gehört. Wir werden mal privat rumtaumschießen, nicht? Ja, nee, ich glaube nicht. Da bist du besser wie ich von dem Herrn. Was? Ich habe letztens nur 16 geschossen. Ja, gut. Ich hätte nicht mal 16 geschossen. Also so ist doch, jetzt nicht. So schwer ist das gar nicht. Kopf, Schädel, Gehirn. Aber mit der Einzelschrotflinte. Ja. Ja, das machen wir die Tage mal aus Spaß. Dann gehen wir mit der gehen wir auf Gänse schießen. Willst du wirklich mit mir Gänse schießen? Ja, nur mit der Einzelschuss. Mal wetten, da räume ich auch noch ab. Ja, ja, ja. Aber die das wäre mir dann egal. Wirklich leichter als Fasane oder Hühner. Ich mit der Einzelschuss bin ich einfach auch noch nicht so. Ich habe zwar eine Menge Abschüsse schon, aber die. Können wir gerne nachher mal privat machen. Ja, die rühren nachher, die rühren von Dingen her, die rühren von den Hasen her. Ach. Wie gesagt, können wir gerne nachher mal probieren mit der Einzelschuss. Wenn die nicht so langsam wäre mit dem Nachladen halt, ne? Oh, es geht eigentlich. Aber das Duell nehme ich gerne an. Ja, das können wir nachher mal probieren. Becky VS das Devilchen. Ja, genau. Das Teufelchen wieder total am ab Punkt, 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 Punkt. Abschießen, ja? Ja, ja, sowas in der Art. Weiß ich nicht. So? Ich wollte jetzt nicht Versagen sagen, aber ich sag's jetzt einfach mal. Versagen sagen? Versagen. Na, der will am Versagen. Versagen sagen. Weil Maggie ihm die ganzen Gänse vom Himmel mit der Einzelschuss schrot. Oh, das war ein schönes Böckchen. 15 bis 22 Minuten. 25 bis 25 Kilo. Achso, ich dachte ja gerade, hätte eine Spur oder so. Das müsste da vorne irgendwo stehen. Wobei, du darfst ja jetzt sowieso gleich schießen. Aber warum stand jetzt, warum habe ich das Reh eben nicht gesehen? Das ist mir gerade ein Rätsel. Ja, stand vielleicht irgendwo. Auch da vorne steht ein Rothirschle. Rothirschle? Da am Ende der Insel? Das kannst du gerne haben. Ich habe da einen Bärlele. Ein Bärle? Weil ich hier Bären nicht schießen darf. Genau, ich darf ab hier keine Bären mehr schießen. Das ist echt hart. Sag mir, wenn du kannst. Moment, Schussposition eingenommen. Also ich könnte. Okay, 3, ja. 2, Feuer. Willst du mich verarschen? Das war ein Lungenschuss, mein Freund. Wo rennt er denn? Ach, da. Ne, jetzt ist er aus der Rente raus. Mein Bärchen hat mich verarscht. Ja, er macht den Kopf das rund, machen sie, das machen sie. Furchtbar gern. Gehen in die Knie und rennen weg. Hallo? Wo ist man hier? So, jetzt müssen wir mal gucken.
Aber wenn Bärchen down ist, ist gerne aufheben. Ansonsten muss ich jetzt gleich hier noch im Zelt noch der Hund mitbringen. Da rennt ein Reh. Das lasse ich jetzt rennen. Ist mir egal. Blödes Reh. Ja, irgendwo abgesprungen. So, ja, schön. Sorry, ich wollte nur an den Rolltisch ran. Ach, da oben rennt's. Da oben steht's. Warte mal, das probiere ich jetzt mal mit der 9-3, oder? Ah, lieber nicht. Lieber mit der 2-4-3. Und sag mal, es rennt? Ja. Ich versteh's nicht. Stande? Hab geschossen? Oder ich habe irgendeinen Baum getroffen. Das kann natürlich auch sein. Ja, ja, ist gut. Stirb langsam. Nee, nee, ich hatte nur Kratzen im Hals. Also. Circa, stirb langsam. Weil ich eben das blöde Hundevieh wieder eingeschreien musste. Weil er wieder nicht hört. Ich hab schon zu alten gesagt, wenn er weiter so macht, dann rucki-zucki. Hey! Ist jetzt nichts Besonderes, aber 214. Den kann man aber sehen lassen. Ja, ja, gut, geht. Nö, Körper. Nee, ich Körper. Ich hab noch nicht mal die Spur aufgehoben. Dann habe ich ihn bestimmt vorne voll in Shadow reingeholzt. Ja, mit der 7mm wird schwierig, aber immer sowieso in die Richtung. Also ich kürze ihm dann. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Kürze ihn die Ohren. Ja, ja. Ich glaube, ich nehme heute zum Mittagessen einen Duden. Duden? Der Herr, was hätten Sie gerne? Ich hätte gerne einen Duden und ein Päckchen Deutsch. Jetzt pass mal auf, mein lieber Michael. Ich sehe da was, was du nicht siehst. Und hoffentlich ist das der, den ich meine. Okay, dann muss ich mal langsam machen. Ja, du musst mal ganz. Aber ganz jetzt, holst jetzt die 300er raus und gib's ihm mal richtig. 300er? Weiter. Fuck, ich kann mich nicht mal hinlegen. Warum nicht? Sind die wirklich so schlimm? Okay. Komm hoch da, nicht hinter den Stein verstecken, du Düse. Geht da hinter den Stein und macht nichts. Tja. Sag ich doch, du hast die 300er ausgepackt. Natürlich, und das viel Licht. Hallo? Da läuft noch einer. Das ist doch bestimmt der, den ich angeschossen habe. Nö, jetzt ist ein Baum davor. Da rennt wieder Kreise, Michi. Ja, rennt Kreise. Ja, gut. Ja, jetzt habe ich aber noch mal eine draufgespiegelt. Punkt mal, Michi. Ist in Ordnung, ich schleiche gerade noch kurz dem Reh nach, weil ich, ich finde keine Blutspuren. Wieso machen mir immer deine Bären so schwer? Tja. Keine Ahnung. Fürchterlich. Also gut, das blutet nicht, ich hab's nicht getroffen. Oh, ah, ja. Bei Flo habe ich gestern wieder einen Silberrücken geschossen, Michi, mit Pfeil und Bogen auf 85 Metern. Hm, sehr schön. Und meinen zweiten, den ich da geschossen habe, bei Flo. Okay. Aber ich war ja gestern lieber mehr auf untypisch aus. Weiter vorne läuft noch ein Bär, Michi. Ja. Ja, genau. Probiere ihn mal zu tasern. Mach das. Wenn er mal stehen bleiben würde. Ich hätte mit der 9x3 drauf hämmern sollen. Jo, er liegt. Na gut, dann kann ich jetzt ein bisschen rennen, wenn du da. Sorry, Michi, kann ich das hier? Ja, ist ja, du, wie gesagt, du kannst dich ja jetzt hier gesund schießen, weil ich habe hier sowieso Schussverbot.
Aber du könntest mal da oben bei meinem roten Pünktchen gucken, ob ich den da getroffen habe. An deinem Punkt am Wasser. Ja, dann renne ich mal zum Wasser rauf. Komm mal auch nach. Kein Problem. Ich muss nur Bärchen aufheben, sonst vergesse ich. Weißt ja, alter Mann, ne? Und Kurzzeitgedächtnis und so. Naja, kenn ich. Eventuell. Was? Wer bist du denn? Genau. Kenn ich dir? Kann ich dir helfen? Nein, mir kann man nichts helfen. Genau. So sieht's aus. Oh nice, Michi, ich muss gleich nochmal. Ja, wir sind ja jetzt gleich an der Lodge und dann. Ach so, ich dachte. Dachte gerade. Ey, habe ich jetzt gegen Baum geschießt? Ich weiß nicht. Also, genau, gegen Baum geschießt, also. Aber der ist nicht gerannt los. Er läuft ganz normal weiter. Das hört sich. So, an deinem Punkt. Ich renne jetzt mal zu deinem Punkt. Da ist ein Bärespur. Flüchtend. 1 bis 33. Quatsch. 1 bis 13. Minütchen. Aber nichts Blut. Flüchtend. Flüchtend. Pass mal auf, Michi. Ich will ja nicht angeben oder sonst irgendwas, gell? Ja. Ich habe ein Bärchen geschossen auf 184,4 Meter, gell? In Laufen, ne? Okay. Rechte Lunge, Herz. Ja, so muss es sein. Also, könnte ich wieder davon so ausgehen, Glückstreffer. Jo. Naja, nee, also komm. Wenn wir spielen jetzt 3 Jahre lang, wir wissen eigentlich, wo wir hinhalten müssen, dass es funktioniert. Da oben steht noch ein Rehböckchen, Michi. Ja, ich sehe den leider nicht unter den Bären, da nicht Bären springen noch irgendwo auf und ich finde jetzt keine weiteren mehr. Okay. Habe ich den jetzt gerade wirklich übersehen oder habe ich einfach bloß die Spur übersehen? Ich würde mal sagen, beides. Und wieder Zufall will, Michi, habe ich im Baum geschossen beim Bären. Sag mir jetzt nicht, ich habe den Rehbock auch nicht getroffen, dann raste ich aus. So, ich bin jetzt an deiner letzten Spur von den Bären, die ich habe. Okay. Und ja, also entweder, warte mal, kurz mal in den Stein reingucken. Nein, der Stein. Doch, da konnte ich reingucken. Ne? Da liegt kein Bär drin, okay. Das heißt, der ist weg. Und ich ja, ich weiß es noch nicht. Da ist jetzt noch eine Spur, die ist aber nicht richtig gewesen. Also was heißt richtig? Die jetzt machen zur Zeit, laufen zur Zeit zickzack, habe ich so das Gefühl. Mhm. Nein, ich habe mein Böckchen nicht getroffen. Gut, also ich habe jetzt finde ich keine Spuren mehr. Ich, ja. Komm zu mir, mein Guter. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ach, da unten bist du. Hinter deinem Bärenpass. Ich habe noch einen Bär zu gucken. Na, ich schaue euch von hier oben mal alles runter. Wenn ich wüsste, wo der Honey hingeballert ist. Ja, wahrscheinlich knutscht er mich jetzt gleich. Aber du wirst lachen hier vorne, Michi, ne? Hm. Also. Hier habe ich mein Bärmstil. Okay. Ah! Ich habe ein Opfer gefunden. Oh, Michi, ich habe einen Rotosch gescheckt. Wow, ich komm. Der ist down. Ne, ja, ich komm. Achso? Ich dachte gerade, du schießt gerade nochmal drauf. Nein, auf den Bären, aber der war wieder zwischen zwei Steinen.
Ey, ich glaube es nicht. In der Aufnahme kriege ich so ein schönes, schönes Tier, Michi. Tja, schau meine Karte. Oh, wenn mich doch der Esel könnte. Ha, ha, ha. Oh, ich hab geguckt, Michi, gell? Ich so, hä, wieso ist, hat der was Fleck? Alter, was ist denn da kaputt? Hab ich dich extra reingestellt, hab ich gezüchtet für dich. Dachte ich, stell, mach dir mal eine Freude. Oh, ich hätte mich aber auf den Albino noch mehr gefreut. Ja, der war noch nicht fertig. Also ist er noch im Brutkasten? Ist noch im Brutkasten, genau, dauert noch ein bisschen. Ich heb ihn aber trotzdem mal auf und warte im Fotomodus. Ja, mach das, ich... Du weißt warum. Bin noch 200, 250 Meter weg. Ja, ich sage nur, du weißt warum, ne? Naja, schon klar. Steht da noch eins? Oder ist das ein Steinchen? Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier rüberkomme. Hier sind wieder die Untiefen. Ja. Mein Bärchen rennt da. Nice. Komm doch mal zurück, dass ich dir noch eine geben kann. Na, ich lauf mal außen rum, dann vielleicht kann ich es abfangen. Oh, der läuft schon wieder Kreise. Ja, ich komme sofort. Bleib stehen, du Dussel. Ja, jetzt kommt da noch ein Reh hier an und macht übelst. Ja, ich seh deinen Bären. Jetzt drauf, Michi. Nee, ist nicht machbar. So, bleibst du mal stehen. Ich muss dir nochmal kurz ein Reh stecken. Mist, muss nachladen. Gut, und Bär ist weg. Jetzt habe ich natürlich nicht auf meine Kugeln geachtet. Ich hätte vorher nachladen sollen. Ich auch nicht. Ah, ja, Michi. Du den bist müssen ja schon wir da. Dann halt jetzt gleich nach der Aufnahme suchen. Das wird auf jeden Fall ein Foto zusammen. Ja, ich komme hier schon nicht, ich komme hier schon. Was ist? Hallo? Was ist das? Will ich was mal weiter wegfahren oder was? Oh. Ich komme. Wow, den sehe ich von hier schon gescheckt. Ist das krass. Ich kann den nicht richtig sehen. Hinten am Hals packen. Wow. Ein schönes Tier. Eine schöne Musterung. Ist ja Wahnsinn. So, Michi, hockst du dich auf die andere Seite? So. Ja, Mann. Und einmal bitte lachen. Tschüss. Nice, Michi. Das war wieder mal eine Ehre für mich. Ja, wunderbar. Das. Du müsst aber ja noch mal ein Rädchen auf. Das... Genau, wir suchen jetzt noch nach. Wir haben jetzt eine Stunde komplett aufgenommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir uns ein Däumchen da. Däumchen nach oben, bitte. Dankeschön. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Hunt oder Let's Play The Hunter. Danke fürs Zusehen, mach jetzt gut, ciao und tschüss. Ciao, ciao.